Wir zeigen im Museum Haus Konstruktiv die erste Schweizer Ausstellung der mittlerweile sehr berühmten Künstlerin Etel Adnan. Etel Adnan ist 1925 im Libanon geboren und es ist ihre Leidenschaft zur Literatur und zur Philosophie, die sie mittels eines Studiums nach Paris brachte. Dann absolvierte sie ihr Philosophiestudium in Berkeley und in Harvard. Daraufhin begann sie als Philosophieprofessorin im Dominicana College nördlich von San Francisco zu arbeiten als Professorin und Ende der 50er Jahre erst begann sie mit der Malerei. Also bei ihr ist sehr interessant, dass sie eigentlich zuerst als Philosophin, als Literatin, als Literatur- und Kulturkritikerin im eigenen Land bereits eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Sie war auch politisch insofern aktiv, als sie mit ihrem ersten Roman Sid Marie Rose von 1977 einen sehr wichtigen Preis erhalten hat, den Prix de l'Amitié de Franco-Arabe. Das ist ein wichtiger Preis gewesen, weil es das erste Mal eine Frau gewesen ist, die dieses Buch geschrieben hat über eine politische Geschichte und im Mittelpunkt des Buches auch eine Frau stand. Das ist wichtig, um Etel als Persönlichkeit zu verstehen. In ihrer Malerei, die sie ab Ende der 50er Jahre in Amerika begann, äußert sie sich politisch eigentlich visuell, ist es nicht als solches erkennbar, aber wenn man ihr Interview hört, dann merkt man eigentlich sehr schnell, dass für sie auch die Malerei ein politisches Statement ist, genauso wie auch der Ausstellungstitel La Joie de Vivre, die Freude zu leben, bereits ein Statement ist, weil sie einfach sagt, sie flüchtet sich quasi in die Malerei, um glücklich zu sein. Und glücklich zu sein ist für sie eigentlich bereits gleichbedeutend mit einer Revolution. Man muss dem Leben und der Welt, die viele auch nicht angenehme Überraschungen bietet, eine persönliche Revolution entgegenstellen. Und das ist die Joie de vivre. Und das äußert sich eben auch in ihren Malereien, von denen wir hier im Museum Haus Konstruktiv an die 50 Werke zeigen können. Wir haben eine chronologische Zusammenstellung gemacht und beginnen mit Werken der 60er Jahre. Und da ist sehr interessant zu beobachten, dass Etel Adnan eigentlich sehr konkret begann. Sie interessiert sich für Form, für Farbe. Sie trägt die Farbe immer mit einem Spachtel auf. Und wenn man die Malereien genau anschaut, merkt man das auch. Sie sagt, es ist sehr schön, wie die Malerei ebenso wie ihre Gedichte Stück für Stück, Spachtel für Spachtel im Gedicht Wort für Wort nebeneinander aufgetragen werden. Die Farbe wird nie korrigiert. Das heißt, Etel Adnan, sie schafft in einem Malprozess, was auch erklärt, warum die meisten ihrer Formate kleinformatig sind. Sie sagt selbst, die großen Formate, die strengen sie an, die dauern länger. Die kurzen, also die kleinen Formate oder die kurzen Gedichte, wenn man das so übersetzen möchte, die gehen in einem Energiezug, der für sie sehr möglich und sehr gut ist. Und eben die frühen Werke, man sieht sehr schön, wie eigentlich die Farbe dominiert, die Form, der Spachtelauftrag definiert die Malerei als solche. Sie hat keine Hierarchie der Farben, jede einzelne Farbe ist gleichbedeutend und gleich wichtig. Und ab den 80er Jahren merkt man dann langsam, es beginnt eine Veränderung, es kommt so etwas wie eine Landschaft in ihr Werk rein. Das hat stark damit zu tun, dass Etel Adnan zu diesem Zeitpunkt ja bereits seit einiger Zeit in Kalifornien lebt und die kalifornische Landschaft für sie sehr, sehr prägend wird. Das merkt man vor allem auch an der Farbgebung, die Farbpalette wird heller, sie wird pastellartiger. Und die Landschaft, die man sieht, ist natürlich eine abstrahierte Landschaft und es ist keine konkrete Malerei mehr wie am Anfang, wenn man das überhaupt so titulieren will. Sehr schön kann man auch verfolgen, dass sie hat eine Vorliebe zur Farbe Rot und betrachtet man jetzt die frühen Werke noch aus den 60er Jahren, findet man dort schon sehr häufig rote Quadrate. Und liest man die in den frühen Werken noch als pure Abstraktion, und liest man die dann später in den Werken von 2014, 2015 oder ab den 80er Jahren, tauchen auch die roten Quadrate wieder auf. Nur diesmal lesen wir sie als Sonne, als abstrahierte Sonne, viereckige Sonne.
Ebenso ab den späten 60er Jahren entdeckte Ethel Abner eine ganz besondere Grundlage für ihre Zeichnung und Malerei. Ein Freund von ihr schenkte ihr ein Faltbuch, ein Leporello. Und Ethel Abner bekam diese Bücher und hat sie sofort geliebt und begann eine Art Zwischenform zwischen Schreiben und Zeichnen und Malen. Und so entstanden seit den späten 60er Jahren diese ganz spezifische Form der Faltbücher oder Leporellos, wo man merkt, dass sie eine große Bandbreite an formalen Qualitäten aufweisen kann. Es gibt ebenso gegenständliche Themen wie Bäume, Baumstrukturen oder man merkt auch so arabische Bezüge immer wieder in diesen Faltbüchern. Ganz besonders freut mich aber, dass sie speziell für die Ausstellung im Museum Haus Konstruktiv ein ganz neues Leporello geschaffen hat, und zwar mit einer Reihe von Matterhorn-Bildern oder Matterhörnern sollte es sowas geben.